Wir leben in einem Jahrzehnt oder kommen aus einem Jahrzehnt der Nullerjahre, die mit der Normalität der Katastrophe, glaube ich, präzise zu beschreiben ist. Und zwar Finanzmärkte, Atomkraftwerke, Terrorismus, Naturkatastrophen in einer besonderen Form, offenkundig auch mit Menschen sozusagen Einfluss. Dass ich sagen würde, da müssen wir irgendwie eine Antwort drauf finden. Ich finde, dass Universitäten sich nicht schützen dürfen durch sozusagen zu hohe Spezialisierung, die man immer machen kann, aber die sozusagen immer wieder diese sozusagen Verantwortung auch mit sich bringen, doch nochmal einmal zurück zu zoomen und zu gucken, welche Knoten und welche Verbindungen und welche Dynamik steckt dahinter. Deswegen würde ich sagen, dass wir schon als größte Aufgabe haben, das Thema Kognition in komplexen Systemen. Und das ist wiederum ein sehr abstraktes Erklärungsmoment. Wäre natürlich jetzt schöner, ich könnte Ihnen sagen, wir müssen Energiepolitik machen oder so. Das werden wir auch 20, 30 Jahre erfolgreich machen, aber das ist nicht, was die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit von Gesellschaften ausmachen wird, ein so ein Thema zu lösen, sondern wir brauchen eine spezifische Kognitionskompetenz in diesen komplexen Systemen. Und ich merke, dass es da auch gewisse Resilienzen gibt, sich Widerstandsbewegungen gegen Komplexität aufzutun. Und da, glaube ich, gibt es aus der naturwissenschaftlichen Forschung, und ob das sozusagen Kybernetik dritter Ordnung ist, ob das empathische Robotik ist, was auch nur eine Form der spezifischen Kognitionswissenschaften sein muss, ob es sozusagen aus der Frage der Neuropsychologie oder was auch immer sozusagen für Ansätze gibt, gibt es meines Erachtens tatsächlich eine Reihe von Strömungen, die mich auch ermutigen, darüber nachzudenken, was es tatsächlich für Beschreibungsqualitäten geben kann, mit diesen Katastrophen, mit diesen Krisenphänomenen umzugehen. Und sozusagen tatsächlich Resilienzformen zu finden, die eben selbst komplex sind. Das sozusagen alte Regel von Ross Ashby, dass sozusagen bei steigender Komplexität der Umweltzustände die Binnenkomplexität des Systems zu steigern ist. Das heißt, die Politik muss komplexer werden, wenn sie sich mit komplexeren Gesellschaften beschäftigt. Die Wirtschaft kann nicht nur auf ihre eigene Zahlungsfähigkeit Bezug nehmen, wenn sie in komplexeren Gesellschaften sind, in denen Wirtschaft sozusagen eingebettet ist. Da reicht auch eine Corporate Social Responsibility Abteilung nicht aus. Zivilgesellschaft muss komplexer werden, als sozusagen nur Protestbewegung gegen etwas zu erzeugen oder sozusagen Außerstaatlichkeit zu feiern. Das heißt, also diese Dimensionen auf der abstrakten Ebene bedeuten sozusagen tatsächlich neue Komplexitätsverarbeitungsmechanismen in Gesellschaft verfügbar zu machen. Und das bedeutet auch die Silos zwischen den MINTs und den Sozial- und Geisteswissenschaften sozusagen tatsächlich einmal einzureißen und sich zu überlegen, wie die beiden sich sozusagen wechselseitig für Praxis, aber sogar auch für Theorie impulsieren können. Und das, finde ich, nimmt zu. Also deswegen bin ich da auch nicht skeptisch, bin da kein Apokalyptiker, habe aber das Gefühl, dass das etwas ist, was auch gerade in Deutschland, in der europäischen Kultur der Wissenschaft, die ja immer eine mehrsprachige war und auch eine durchaus komplexe Kultur war und dadurch auch manchmal schwierig und langsamer, aber dass wir da gute Ausgangsvoraussetzungen haben und da uns nicht in die sozusagen verlockende Einbahnstraße leiten lassen sollten mit, wir müssen uns pragmatisieren, wir müssen uns sozusagen stärker auf die Wirtschaft einlassen, wir müssen leichter zugänglich sein, wir müssen dauernd trivialisieren. Nein, nein, nein. Also ich glaube tatsächlich, dass sozusagen wir als Universität ein Hort sein müssen, dauernd daran zu erinnern, das könnte noch schwieriger sein, als wir es uns gerade vorstellen können. Und dabei sollte man in der Regel lächeln und mit guter Zuversicht sozusagen diese Komplexität auch als Lösung anbieten.